In Europa gibt es nur mehr 3 Hersteller von Gussrohrprodukten. Und wir erzeugen mit unserem nachhaltigen Ansatz in Tirol Produkte für Europa, die auf kurzem Wege zu unseren Kunden gehen. Die Tiroler Rohre wurden 1947 gegründet. 2013 hat sich dann etwas verändert. Was hat sich verändert und was genau passiert in Ihrem Unternehmen? Ich bin seit 1999 im Unternehmen und hatte 2013 die Chance, mit meiner Frau gemeinsam das Unternehmen zu kaufen. Die Situation war damals sehr angespannt, weil über 200 Arbeitsplätze verloren gegangen wären bei einer Schließung. Und insofern war die Entscheidung nicht leicht, aber wir bereuen es bis heute nicht. Was uns besonders nachhaltig macht, sind unsere Produkte. Sie haben eine Lebensdauer von über 100 Jahren und am Ende der Lebensdauer werden die Rohre ausgegraben, werden über das Alteisen wieder zu uns zurückgebracht und gehen dann in Form von flüssigem Eisen wieder in Produkte. Darüber hinaus sind unsere Prozesse ausgesprochen nachhaltig. Wir haben die größte Photovoltaikanlage Tirols auf unseren Dächern installiert. Mit über 9000 Quadratmetern liefert sie Strom für über 300 Haushalte im Jahr. Die dritte Säule ist die Fernwärme. Das heißt, mit der Abwärme unserer Prozesse im Hintergrund können wir über 1000 Haushalte mit warmem Wasser versorgen. Neben den drei Säulen haben wir auch einen regionalen Wirtschaftskreislauf in Hall. Wir haben eine Schrottfirma gleich über die Bahn. Die liefert den Rohstoff an, das Alteisen. Wir machen daraus Produkte und die Baufirma, die vor Ort ist, baut die Produkte ein. Insofern kurze Wege und die Wertschöpfung bleibt im Lande. Die Tiroler Rohre sind ein Familienunternehmen. Seit geraumer Zeit sind nun auch Ihre Söhne mit im Boot. Was ist denn jetzt die gemeinsame Vision für die Zukunft? Die Zukunft hat bei uns bereits vor 10 Jahren begonnen. Mit Hilfe der Söhne, dem Tobias und dem Georg, sind wir dabei, die nächsten Schritte zu gestalten. Wir investieren in den Markt, wir investieren in zusätzliche Produkte. Und im Hintergrund sieht man die weltweit erste vollelektrische Rohrproduktionsanlage der Welt, mit der wir sehr ressourcenschonend produzieren können.